herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Mein erstes Video im neuen Jahr übrigens. Ich möchte euch heute mal Zubehör für E-Bikes und Fahrräder zeigen. Es geht um Packtaschen und Körbe mit Clickfix-System oder auch mit Racktime. Die Gepäckträger, die heute verbaut werden, sind ja oft Racktime oder auch MIG zum Beispiel bei Riese und Müller. Und genau diese Systeme, die möchte ich euch heute mal genauer zeigen. Hier steht gerade ein Velo de Ville AEB 490 und bei allen Velo de Ville Trekking E-Bikes sind diese Racktime Systemgepäckträger aufgebaut. Und hier kann man jetzt gerade sehen, hier ist eine rote Taste vorne vom Adapter zu sehen. Die muss ich jetzt nur hochziehen, den Korb nach hinten schieben und schon ist er gelöst. Hier unten sieht man, wo der Adapter am Korb festgeschraubt ist. Da sind also von innen kann man es besser sehen, hier vier Schrauben und so kann man den Korb für Racktime, aber auch für MIG benutzen. Dies ist übrigens ein neuer Korb von Unix und der hat also hier auch noch einen Griff aus Holz, hier richtige Scharniere, ein bisschen runder von der Form. Der ist also noch ein bisschen größer als diese Clickfix-Körbe. Das kann ich gleich noch mal zeigen, wie viel größer der ist. Ist nicht so viel, aber ist ein ganz praktischer und neuer, schöner Korb. Wenn man den Korb wieder einsetzen will, muss ich einfach nur hier den Korb hier vorne auf den Gepäckträger setzen, so dass die rote Taste vor dieser Strebe ist, wo Racktime draufsteht. Und dann schiebe ich den nach vorne und sofort rastet er ein. Und der Korb sitzt bombenfest und ja, und sobald man vielleicht zu Hause angekommen ist mit dem Einkauf, braucht man eigentlich nur hier wieder ziehen, zieht den Korb ein Stück zurück, kann dann den Henkel hochklappen und mit dem Einkauf ins Haus gehen. Ganz ähnlich ist der Clickfix City Korb 2, auch mit Racktime Adapter. Und so der Größenvergleich, also der ist ein bisschen kürzer. Der neue Korb von Unix ist ein bisschen länger und auch breiter. Diesen Korb kann ich hier also bequem so reinstellen. Von der Höhe, ja, ist der Clickfix-Korb sogar ein bisschen höher. Nur um das mal zu vergleichen. Diesen Clickfix City Korb 2 gibt es übrigens auch mit dem Korb-Clip-System, der dann auch für sämtliche Gepäckträger passt, auch wenn kein System integriert ist. Und hier ist gerade eine Packtasche zu sehen von Norco. Die ist auch mit einer Clickfix-Schiene ausgerüstet, und zwar die Clickfix-Kompaktschiene. Hier ist auch wieder eine rote Taste, weiß nicht, ob man die jetzt so sehen kann, ich zeige die gleich nochmal so. Um die jetzt vom Gepäckträger zu lösen, brauche ich nur diese Taste etwas nach unten drücken, ranziehen und schon kann man mit dem Griff hier die Tasche nach oben rausnehmen. Hier auf der Rückseite sieht man dann diese Kompaktschiene. Hier sind zwei Haken, die man in der Breite verstellen kann. Das geht auch ohne Werkzeug. Man kann einfach hier oben auf diese kleinen Tasten hier drücken und so verschieben. So kann man es auf jeden Gepäckträger gut anpassen. Und hier sieht man nochmal diesen Mechanismus hier. Wenn man das nach unten drückt, da ist eine Feder drin. So kann man das auch bei verschiedenen breiten Streben gut anpassen. Und hier unten einfach so ein typisches Klettband, um auch unten die Tasche zu sichern. Wenn ich die jetzt zum Beispiel, sieht man hier gerade, das ist der Original Racktime System Gepäckträger. Von Velo de Ville wird ja auch oft ein Trekking-Gepäckträger angebaut, nur wo dieses Racktime-System integriert ist. Da ist die untere Schiene noch breiter. Hier kann man das aber, weil diese Schiene schön, also ohne Werkzeug gut anpassbar ist, lässt sich das auch gut hier einhängen. Also die Haken kann man gut auf die Breite einstellen, einfach reinhaken, diesen Knopf nach unten drücken und schon ist sie fest. Total praktisch. Hier sind noch Reißverschlüsse,
Das gibt es, oder die Tasche gibt es in zwei Versionen, einmal mit Reißverschluss und auch einmal mit so einer Schelle zum Aufklappen. Die Taschen sind immer gut gepolstert und so, dass auch ein bisschen empfindlicheres Gepäck gut geschützt ist. So sieht die dann innen aus. Hier ist nochmal ein Reißverschlussfach. Alles gut gepolstert. So, und hier ist jetzt der Systemgepäckträger zu sehen, der normalerweise von Velo de Ville standardmäßig verbaut wird. Oben ist immer der Ragtime-Adapter. Und hier an der Seite sieht man schon, ist eine breitere Aufnahme für Packtaschen. Zum Vergleich, den Gepäckträger, den ich eben gezeigt habe, war ja ein Teil schmaler. Und hier hat man deutlich mehr Platz und die Schiene ist auch etwas nach außen gezogen, sodass man Packtaschen doch noch einfacher aufhängen kann. Dazu kann man zum Beispiel auch solche Taschen nehmen. Auch Norco hat wasserdichte Packtaschen, die zusammengerollt werden. Und hier ist dann eine Clickfix-Schiene, die etwas anders ist vom System. Da drückt man einfach hier auf diesen roten Knopf wieder. Und diese Sperrklinken hier, die ziehen sich dann ein. Und so kann man die Tasche ganz einfach einklinken und auch wieder lösen. Mache ich mal eben einfach hier oben drauf. Ach ja, übrigens, hier unten ist noch eine Schiene, damit man die Packtasche unten hinter die Strebe im Gepäckträger befestigen kann. So, ich hänge die Packtasche jetzt hier mal ein. Und wenn ich jetzt die Packtasche wieder abnehmen will, brauche ich bloß wieder hier auf die rote Taste drücken, ziehe sie nach oben und habe sie in der Hand. Jetzt kann ich mal eben zeigen, wie die zusammengerollt ist, diese Packtasche. Hier an der Seite sind immer die Verschlüsse. Hier kann man übrigens noch einen Schultergurt einhängen mit einem Karabinerhaken. Der ist auch dabei natürlich. Beide Seiten lösen. Und dann wird hier einfach aufgerollt. Und hier innen drin haben wir also jede Menge Platz. Und komplett wasserdicht. Innen drin ist dann auch nochmal eine extra Tasche mit Reißverschluss. Kann man jetzt wahrscheinlich nicht so gut sehen. Aber da passt auch noch einiges rein. Wenn man zum Beispiel Portemonnaie oder Schlüssel noch extra da reinstecken will, dann braucht man nicht lange suchen, weiß man gleich, wo es geblieben ist. Zusammenrollen am besten so, dass man die Tasche, ich zeige das mal so von der Seite, hier ist extra so ein Streifen, wo man sich dran orientieren kann. Und je nachdem, wie viel man da in der Tasche hat, kann man sie zusammenwickeln. Natürlich geht es besser, wenn die Tasche eingehängt ist. Und dann einfach hier die Verschlüsse wieder zusammen. Und das war's. Damit kann man dann auf große Fahrt gehen. Das Gepäck ist hier komplett wasserdicht untergebracht. Und das ist nur eine Möglichkeit. Da gibt es natürlich noch ganz viele verschiedene Packtaschen und eben verschiedene Systeme. Eine Sache kann ich noch mal eben zeigen, denn es gibt ja auch breitere Gepäckträger. Beim Riese und Müller Delight ist zum Beispiel ein Gepäckträger aufgebaut, der stärkere Streben hat. Also der Durchmesser ist größer und so passen da nicht alle Packtaschen, weil die Haken natürlich auch unterschiedlich sind. Manche Haken kann man ja noch anpassen, aber da sollte man auf jeden Fall darauf achten, dass die Packtasche natürlich auch zu der Strebendicke passt. Und diese Norco-Tasche, die passt sehr schön mit den Haken
auf diese Gepäckträger streben. Das zeige ich jetzt nochmal. So, hier sieht man die Packtasche nochmal von der Rückseite. Hier ist also keine Schiene, hier sind einfach Halter angeschraubt. Die sind jetzt auch in der Breite nicht verstellbar. Hier unten ist einfach auch das Klettband wieder, das man um die Gepäckträgerstrebe ziehen kann, um sie unten zu befestigen. Und diese Haken sind aber ziemlich variabel, denn auch diese breiten Streben werden gut von diesen Haken aufgenommen. Das passt also auch gut für zum Beispiel die Charger-Modelle, die ja etwas andere Gepäckträger noch haben. Aber wenn ich das jetzt mal eben bei dem Delight zeige, wenn ich jetzt einfach die Haken hier rübersetze und nach unten drücke, dann rastet die Tasche richtig schön fest ein. Wenn ich sie dann nach unten mit dem Klettband festmache, auch hier wieder mit Reißverschlüssen. Da gibt es auch noch eine andere Version, die zeige ich gleich auch nochmal. Dieses klappt allerdings dann nicht mehr bei diesen dicken Streben hier. Das ist eigentlich eine Befestigung, die noch zusätzlich für Sicherheit sorgen soll. Bei dünneren Gepäckträgerrohren kann man dann einfach hier den nochmal so ausklappen. Das soll zusätzlich noch dazu dienen, dass man die Packtasche nicht irgendwie unbeabsichtigt vom Gepäckträger oder dass sie runterziehen kann. So, und hier sieht man nochmal die andere Variante. Gleiche Haken, nur eine etwas größere Tasche, mehr Volumen und eben mit diesem Verschluss. Hatte schon einen Deckel, den man aufklappen kann. Auch wieder alles gepolstert. Und diese Tasche gibt es aber auch in der gleichen Größe wie die, die ich eben gerade gezeigt habe. Aber eben auch nur mit Deckel wieder. Genau dieselbe Ausführung, nur kleiner. Hier übrigens die Preise. Diese kostet 60,95 € und die große 64,95 €. So, und hier sieht man bei einem Riese & Müller Nevo den Gepäckträger mit einem Korb von Basil. Da ist jetzt natürlich der MIG-Adapter montiert. Den kann ich mal eben rausnehmen. Hier braucht man normal immer diesen Schlüssel, den man jetzt nicht gut sieht, weil er noch an einer Plastiktüte hier befestigt ist. So wird er abgenommen. Also hier unten ist die Adapterplatte. So sieht man es besser. So sieht man jetzt hier die Adapterplatte. Hier sind die Aufnahmen. Hier vorne rastet man den Korb ein, drückt ihn nach unten und hier schnappt er dann ein und wird am Gepäckträger befestigt. Dies ist ein etwas höherer Korb, aber diesen Adapter kann man eben auch bei den Clickfix-Körben oder bei diesem Unix-Korb anschrauben und dann passt dieser oder der andere Korb, der von Clickfix zum Beispiel, auch bei dem Nevo. Da muss man natürlich dieses Spannband, dieses Gummiband hier noch abmachen. Geht eigentlich aber auch ganz einfach. Und so wird er aufgesetzt, nach vorne schieben, runterdrücken, fest. Hier auch nochmal passend dazu eine Gepäckträgertasche von Basil. Da habe ich auch schon diesen Adapter angeschraubt. Und die kann man natürlich hier genauso einrasten lassen. Und diese Tasche ist auch nochmal extra gegen Feuchtigkeit gesichert. Ich mache die mal eben fest. Denn hier sieht man, die Reißverschlüsse sind extra hier unter diesen, ja, so einer Abschirmung. Wenn ich die Tasche jetzt ganz aufmache, dann sieht man schon, hier ist nochmal, genau hier ist der Schlüssel. Damit kann man die Tasche vom Gepäckträger am einfachsten lösen.
kann man so wieder einklappen, wie man das von teilweise Autoschlüsseln kannte. Und hier ist dann nochmal wie so ein Beutel drin, damit kann man sein Gepäck noch wieder besser gegen Feuchtigkeit schützen. Und ein Schulterriemen. Obendrauf lassen sich auch noch Gegenstände befestigen unter diesen. Das ist also auch ein Gummiband hier, das sich in der Länge verstellen lässt. Und so lässt sich das Ganze einfach wegtragen. Hat man also immer auch einen Griff dabei und kann so mit der Tasche losmarschieren. Auch hier an der Seite nochmal Taschen. Auch wie man sieht, hier alles gegen Feuchtigkeit gut geschützt. Da auch noch. Ja, und hier ist nochmal ein größerer, länglicher Korb von Basil. So in diesem Rattan-Look. Was natürlich ganz gut zu so einem Riese und Müller Swing passt. Hier sind zwei Griffe sogar. Und eben auch für das Nix-System ausgerüstet. Denn bei den neuen Swing-Modellen sind auch Gepäckträger mit Mix-System. Hier ist auch der Schlüssel. Bei dem langen Korb ist es allerdings etwas schwieriger, den Korb zu lösen. Adapter ganz vorne ist. So sieht er aus. Großer, länglicher Korb. Unten mit Mic-Adapter. Hier sind extra Füße zum Abstellen. Der kostet zum Beispiel 54,99 Euro. So, das soll es erstmal gewesen sein mit dem Zubehör für E-Bikes. Falls ihr noch mehr solcher Videos sehen wollt, dann lasst es mich gerne wissen, schreibt es einfach in die Kommentare und dann denke ich mir nochmal was Neues aus. Ansonsten gibt es beim nächsten Mal ein Video über ein neues E-Bike natürlich, ein 22er Modell selbstverständlich. Und ja, lasst euch überraschen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich hoffe, ihr konntet mit den Informationen was anfangen. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt sie doch einfach in die Kommentare. Wenn euch dieses Video gefallen hat, gebt mir doch bitte ein Like und abonniert den Kanal, wenn ihr mehr solcher Videos sehen wollt. Also bis bald, wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao!